So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Hidden Pathways, Secret Lair Ultimate Edition. Ich war mal so frei und habe hier unten mit diesem Messer, was ich mal beiseite tue, schon geöffnet, mehr aber noch nicht. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal zusammen diese Secret Lair an. Ultimate Edition ist halt immer so ein, naja, das erste war ein Flop. Gucken, was das hier ist, ob es besser ist. Wir wissen ja alle, dass in den Pathways drin ist, in den Hidden Pathways, was da drin ist für Karten, und zwar Pathways. Alter, so viel Papier. So viel Einschlagpapier. What the fuck? Ich meine, es ist nur noch besser als Plastik, aber... Und wir haben... Oh mein Gott. Okay, ich hebe das hier einmal kurz raus. Dann können wir uns das besser angucken. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist eine... Ich weiß nicht, ob es rüberkommt. Das ist eine graue Box mit... Es fühlt sich fast schon an wie Kunstleder. Also auf jeden Fall eine wirkliche Verbesserung zum letzten Mal. Uff, heiliger. Und es ist eine graue Box statt eine schwarze Box. Wir sind ja von Secret Lair eher die schwarzen Box gewohnt. Und hier mit diesem Aufdruck, da sieht man schon minimal abperlen. Und hier eine Ultimate Edition. Jetzt machen wir die mal auf, mal gucken. Okay, es sind nur 5 Pathways. Die Pathways sind Foil. Okay, da sind mehrere Karten. Okay, wie ätzend. Wir haben hier den Pathway, den Crackroad Pathway, im Stile von, weiß ich gar nicht. Und hier den River Glide, das ist der blau-rote im Stile von Kaltheim. Ich muss mal gerade gucken. Die kriegt man doch so ganz schön aufgemacht, damit wir mal die Karten uns mal auch richtig angucken können. So, der Turn Timber mit dem Crackwood und einmal der River Gale mit dem Lava Glide. Das sieht cool aus, das sieht richtig cool aus. Foiling ist ganz hübsch, bisher jetzt noch nicht gewölbt, aber gut, das weiß man ja nie. Dinger sind diesmal ein bisschen strange, wie gesagt, auch gerade weil da 2 Stück drin sind, 2 von den Karten. Bin mir noch nicht sicher, ob mir das gefällt oder nicht. Gucken wir uns mal weiter an. Wir haben hier ein Branchwood Pathway und auf der anderen Seite den Needleverge Pathway. Gucken wir uns die mal an. Wir haben, genau, das ist der weiß-rote, der Pillarverge. Ist schon ganz hübsch. Hier mit den ganzen Schwertern. Ist auf jeden Fall im Kaltheim-Stil. Und der grün-weiße, der ist auch im Kaltheim-Stil mit diesen Schlangen, mit diesen Runen. Und hier mit den Runen. Das ist schon auch sehr, sehr, sehr hübsch. Dann kommt dieser Packen. Das sind 2 richtig schöne. Oh mein Gott, die sind richtig schön. Sehe ich jetzt schon. Wir haben den Hingegate Pathway in Zendikar-Style. Deswegen auch da oben die Heliots. Und auch hier die Heliots in der Meer. Und oh, das ist richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Und hier. Also allein diese Frontseite ist wunderschön. Der Bringlight Pathway mit dem Grim Climb Pathway. Auch sehr, sehr, sehr hübsch. Dann kommen wir zum nächsten Clearwater Pathway. Und der Darkborg Pathway. Na, einmal der Clearwater, richtig schön mit dem Snow. Und hier mit dem Morgwater, auch hier mit den Steinen, dem Kind hier unten, richtig schön. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Der Pathway und der schwarze Pathway, das sind so ein bisschen Zongs. Aber da haben sie sich auch richtig Mühe gegeben. Also gerade vom Aussehen her, muss ich sagen, gefallen mir die doch recht gut. Ich weiß jetzt noch nicht, warum die Box, wahrscheinlich auch aus Platzgründen, keine 10 Plätze hat. Weil das wird wahrscheinlich nicht passen mit 10 Plätzen. Aber gut. Und dann haben wir... Sekunde. Dann haben wir hier... 2 Pathways, und zwar den Searstep Pathway, der rote, und der schwarze, der Blightstep Pathway, dazu der blau-grüne, den finde ich auch richtig cool, hier mit diesem Weg durch das Meer durch, und hier mit dem Baum in der Luft, richtig cool. Aber das ist noch nicht alles, tatsächlich ist dieses Mal ein Glass-Karte mit dabei, und ich weiß jetzt schon jemanden, der die haben möchte. Blast Zone in diesem Broken Glass Style, sage ich mal. Okay, die Karte hier, die wir hier haben, ist beschädigt. Krass, aus der Box, Qualität pur. Und auch schon, ich muss es nicht sagen, ja. Ich finde es cool, dass sie dabei ist. Auch hier mit dem Text und so weiter. Sehr, sehr cool. Auch, dass sie einfach noch was beigepackt haben, dass man praktisch eine 11. Sache hat, die man vorher nicht wusste, was da drin ist. Weil vom Pathway wussten die wenigsten, beziehungsweise niemand. Allerdings muss ich sagen, die Box ist auch nicht so sonderlich schön verklebt. Man sieht hier richtig krass die Klebespuren. Und das ist auch so ein dasselbe Inlay mit demselben Design und denselben Sachen. Das finde ich ein bisschen schade.
Und dazu kommt, was ich richtig schlimm finde. Richtig schlimm. Die Box ist mal wieder teuer. Für 80 Euro wäre das fair. Und daran werden sie sich wieder aufhängen. Natürlich, die Dinger sind voll. Also ein 10er pro Pathway, dann ist man halt bei 100. Wäre auch noch okay. Aber ja, da müsst ihr halt gucken, wie ihr drankommt. Ich finde die Box richtig cool. Ich mag die Box. Ihr kennt ja meine Qualitätsansprüche an Secret Lair. Die sind mittlerweile ziemlich gering. Und die Blastzone hat es auch meiner Meinung nach sehr schön gezeigt, dass das in diesem Produkt nicht anders ist. Ihr habt hier vielleicht den Vorteil, dass es auf beiden Seiten Foiling ist. Und deshalb das Ding nicht sich die Welt. Aber die sind schon schön. Die sind wirklich, wirklich schön. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die nicht weiter benutzen kann, weil ich glaube, Pathways werden keine große Rolle spielen in Sachen außer Standard. Aber gut, das ist auch meine kleine Meinung. Und im Commander ist es bestimmt ziemlich, ziemlich cool. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.